Die schaut nice aus. So, Freunde, wir schauen rein bei Justin. Der hat ein neues Video hochgeladen. Anscheinend ein Unboxing. Bin sehr, sehr gespannt, was er sich da geholt hat. 5.300 Euro Pack-Opening. Ich durfte wieder für 4.000 Euro bei Farfetch shoppen. Das heißt, ein weiterer Farfetch-Deal. Ziemlich entspannt. Einfach mal Geld von Farfetch zur Verfügung bekommen und aussuchen, was man möchte. Das erinnert mich an meinen Shopping-Blogs. Oha, einfach so Farfetch-Lager und dort Shopping-Blog machen. Das ist ja zu krank. Sei ihm vergönnt. Ich bin gespannt, was er sich ausgesucht hat. Wir schauen rein. Here we go. Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Farfetch Fashion. Ja, da sehen wir sofort, das sind Off-White Sneaker. Ich glaube, das sind diese violetten oder I don't know. Oder vielleicht hat er die schon bei einem Unboxing gezeigt. Pack Opening, ich durfte wieder mal auf Nacken bei Farfetch shoppen. Ja, das ist natürlich nice. Das ist immer noch genauso nice wie am Anfang. Und ich würde sagen, heute sind die coolsten Produkte dabei, die ich mir bisher ausgesucht habe. Aber das könnt ihr natürlich bewerten. Okay, es gibt, wir sind gespannt, was er sich da so gezogen hat. Wieder ein Code, mit dem ihr auf eure erste Bestellung, die über 150 Euro liegt, 10% sparen könnt. Korrekt, korrekt. Hier ist der Code Justin10YT, also für YouTube. Ist auch noch in der Beschreibung verlinkt, genauso wie alle Artikel, die ich hier geshoppt habe. Super, super nice. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Mit dieses Grün finde ich sehr schön. Das kommt sehr gut hervor. Gefällt mir. Den Artikeln. Ist nicht alles von Farfetch. Ich habe hier auch noch eine Sache, die ich mir einfach so gekauft habe. Die zeige ich euch am Ende. Die liegt schon einen Monat bei mir rum. Oha, Freunde, bei mir stapeln sich die Pakete. Draußen am Gang stehen safe 6, 7 Pakete. Alles Bestellungen, die ich in letzter Zeit bestellt habe. Bottega Veneta, Arc'teryx, dann noch irgendeine Elix habe ich geholt. Noch ein paar Sachen. Krasses Unboxing, aber auch sehr viele Pieces, die Unikate sind. Also viele Pieces. Ein Piece, das ein Unikat ist, das sonst so nicht gibt. Also seid gespannt auf ein baldiges Unboxing am Hauptkanal. Da habe ich gedacht, ey komm, ich zeig dir jetzt mal in einem Video. Wir fangen an mit neuen Sneakern, die ich mir gekauft habe. Ihr erkennt schon an der Box, dass es sich um einen Off-White-Sneaker handelt. Es wird einer sein, mit dem ihr wahrscheinlich nicht gerechnet habt. Also denkt euch erstmal hier dieses Teil weg. Weil ja, habe ich glaube ich in seiner Instagram-Story gesehen. Der Colorway ist halt Wahnsinn. Mint, allgemein grün ist wahrscheinlich so der Colorway des Jahres. Aber Mint kommt natürlich immer sehr nice. Das bringt wirklich gar nichts. Aber ich finde, der hat was. Ja, der ist wirklich nice. Ich bin auch schon auf eine Baggy Hose angezogen. Der sieht sehr, sehr crazy aus. Ja. Hat hier unten nochmal so Spikes, was jetzt. Ich bin allgemein nicht so der Off-White-Sneaker-Fan. Ich mag es mehr, wenn die mit Nike sind. Aber in letzter Zeit haben die schon ein paar Sneaker rausgehauen, wo ich mir denke, puh, next level. Der Straße nicht unbedingt nötig. Auch mit dieser Sohle erinnert mich an diese Kooperation mit Nike, was die hatten. Diese Läuferschuhe oder so, als würdest du Vierkampf damit machen, mit diesen Spitzen unten. Ich glaube, Sprintschuhe oder I don't know. Oh, jetzt Etikett hier mal ab. Kann sein, dass ihr den nicht fühlt. Vielleicht hat die Farbe etwas gewöhnungsbedürftig. Ah, ist schon cool. Aber these days mal was zu finden, was halt anders ist, ist schwer. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Sehr, sehr krass. Ich bin unfassbar zufrieden damit. Geiler Schuh. Der kommt dann echt noch mal krasser als auf den Bildern wirklich. Kommen wir als zweites zu einer Hose von Heron Preston. Die Jeans hier ist auch von Heron Preston. Die habe ich in einem der letzten Farfetch Fashion Pack Openings gezeigt. Bin super zufrieden damit gewesen. Und deswegen habe ich mir exakt die gleiche Hose, nochmal in schwarz geholt. Fester Stoff, das gefällt mir bei den Jeans hier besonders gut, dass die nicht so einen dünnen Stoff haben, wo einfach alles glatt runterfällt, sondern die so ein bisschen stehen. Mhm. Aktuell eine meiner Favorite Jeans. Okay, muss ich mal abchecken. Wusste ich nicht, dass Heron Preston so nice Jeans macht. Deswegen dachte ich, kann man es. Schaut auch ganz nice aus, so von der Waschung her, dann nochmal mit diesem Ding hier dran. Mal in einen zweiten Colorway holen. Das war meine Heron Preston Jeans. Nummer 2. Kommen wir zu einer weiteren Hose. Und zwar ist die von Off-White. Das ist eine Cargo-Hose. Ja, wenn man halt Farfetch-Kooperation hat, dann kauft man sich auch gerne mal eine Off-White-Hose für vermutlich 800 Euro oder so. Aus einem sehr, sehr leichten Stoff. Die hat hier an der Seite so zwei fette Taschen. Dann darüber noch ein Print mit so durchsichtigen Knöpfen hier, die meiner Meinung nach nicht dahin müssten. Aber ja. Unten ist die Hose komplett gerade. Also die Hose fällt komplett loose runter. Und hat hier unten aber theoretisch, falls man das möchte, noch die Möglichkeit, die unten enger zu machen. Was meiner Meinung nach, glaube ich, nicht so cool aussieht, wie wenn die offen ist und auf dem Schuh aufliegt. Ja, kann man machen. Ich bin gespannt, was die gekostet hat. Sagt er überhaupt die Preise? Hat die davor auch nicht gesagt. Er sagt die irgendwie nicht mehr. Aber ich könnte mir das vielleicht. So wie Mahan, der fragt jetzt auch nicht mehr, wie viel ist dein Outfit wert, sondern was trägt Hamburg? Ey, yo, was geht? Ich bei diesen Off-White Runnern vorstellen, dass das cooler ist, wenn die Hose da drüben ein bisschen enger aufhört. Aber das kann man dann noch im Detail gucken. Als Akzent hat das dann hier noch so einen pinken Puller am Reißverschluss. Ja. Hinten auch noch zwei Taschen.
Das ist die Off-White Cargo. Kommen wir als nächstes zu einer Trainingsjacke. Und zwar ist sie von Casablanca, okay. Casablanca, der allerechte und allererste Casablanca Don. Hat mal wieder zugeschlagen. Es ist eine... Ja, er hat sehr viel Casablanca gerockt letztes Jahr. Das kann ich mich noch erinnern. Weiße Trainingsjacke aus so einem Trainingsjackenstoff. Also jetzt nicht... Ich habe sie übrigens wieder bei Ed Hardy... Oder habe ich da bestellt? Ah, ich habe irgendeine Vintage-Jean gefunden mit Ed Hardy-Stick hinten dran. Mega nice. Vielleicht hole ich mir noch zwei Zip-Jacken, aber unfassbar teuer. Aus Amerika mit Zoll und Import. Nicht so dieser Palm Angels Trainingsjackenstoff, sondern so ein bisschen glatter noch. Ist auch egal. Ja, nach wie vor Casablanca nicht so wirklich mein Vibe. Ja, auf jeden Fall haben wir hier so eine Verzierung auf der Brust mit dem Casablanca-Logo. Hier dann so ein bisschen Gucci-Vibes gibt mir das in der Tasche. Finde ich jetzt aber nicht schlimm, weil Gucci jetzt nicht so übel ass ist im Moment. Und hier unten hat... Außer die Brille. Natürlich, Freunde, die ich vor kurzem geholt habe. Die ist wild. Die Jacke noch ein Gummibund, der relativ eng ansitzt. Und dann noch so ein, wie so ein Mesh-Stoff, wo man halt so durchgucken kann. Ist vor allem jetzt für die Jahreszeit sehr, sehr nice. Hat einen Full-Zip, obwohl ich mir hier auch gut einen Half-Zip hätte vorstellen können. Und dann hier noch so zwei Strings, die eigentlich nur Deko sind, weil es gar nichts bringt, den engen Kragen noch enger zu machen. Ja, das ist die Casablanca Trainingsjacke. Dann, liebe Freunde. Das finde ich aber sehr, sehr cool. Haben wir ein Casablanca T-Shirt. Das finde ich wirklich cool. So mit diesem... Wie heißen diese hawaiianischen Pflanzen, Blumen? Vorne drauf, sehr, sehr schöne Farben. Das gefällt mir sehr gut. Ich brauche noch coole... Ich hoffe, er macht noch ein Fitpick damit. Normale T-Shirts, einen ganz normalen Print. Oder blendet ein, wie es fittert. Für den Sommer ist jetzt nichts überextravagantes. Kennt man so von Casablanca, ist man so gewohnt. Okay, okay. Ja, die Ärmeln sehr, sehr kurz. Also Justin kriegt dadurch eine sehr schmächtige Figur, würde ich jetzt mal sagen. I don't know. Gewohnt, mag man aber auch. Und deswegen habe ich mir hier nochmal ein Casablanca Tennis Club T-Shirt geholt mit zwei Tennisschlägern. Ja, I don't know. Ich finde nicht, dass ihm das so gut steht. Chat, was meinst du hier? Zwei Tennisbällen, eine Blüte und Blättern drunter. Ja, ich muss sagen, die T-Shirts fühlen sich weicher an als die zwei, drei T-Shirts, die ich schon habe von Casablanca. Also neue Season auf jeden Fall nicer. Dann ein Piece, was ich glaube... Die schaut nice aus. Das ist eine wilde Jeans. Viele von euch feiern werden. Es ist eine Casablanca Hose, also wirklich hier nochmal. Tatsächlich, okay, aha. Komplett zugeschlagen. Ja, die kann, boah, die gefällt mir wirklich gut. Die gibt mir ein bisschen Vibe von dieser Jaded Hose. Nur nicht so ausgelutscht, sage ich. Es erinnert mich so ein bisschen an Palace wegen diesen Formen und Figuren. Klar schaut es bei Palace ganz anders aus, aber so ein bisschen diesen Vibe. Ja. Also die Hose fittet nicht baggy, also die liegt schon ein bisschen auf dem Schuh auf. Schau dir den Patrick Spector. Aber jetzt nicht so übel krass. Und die wird unten, ich habe das Gefühl, die hat so einen leichten Karotten. Ja, aber so richtig baggy ist die nicht. Fit. Also meiner Meinung nach hat die denselben Fit wie die Endless Jeans, nur dass die, sag ich mal, 3-4 cm kürzer ist. Also es ist ein cooler Fit, wenn man nicht immer baggy will. Und ja. Ja, mir gefällt das sehr gut. Ich habe hier eine Size 30 genommen, hätte aber auch 32 nehmen können. Ich habe einfach 33. Also nehmt ruhig True to Size oder vielleicht sogar noch eine größer, wenn ihr euch die bestellen wollt. Ja, was kostet die? Das würde mich interessieren. Ja, die hat so ein Casablanca Monogrammmuster all over. Das Monogrammmuster cool. Natürlich hier nochmal in Modern Fast Fashion Style komplett von Louis Vuitton, Gucci und Konsorten geklaut. Ne? So. So, das war es jetzt aber auch von Casablanca. Kleiner Scherz, es gibt noch einen. Ich habe mir ein Polo. Das sieht jetzt natürlich nicht so nice aus. So, ich habe mir hier ein Polohemd bestellt mit so einem. Ja, so ein bisschen auf antikes Kaiserreich, wie weiß ich nicht, wie die Römer angelehnt. Könnten mir auch gut vorstellen, dass Julius Caesar das getragen hätte. Kragen und dem kleinen Casablanca-Logo hier auf der Brust. Gefällt mir persönlich sehr gut. Hat auf dem linken Arm auch... Ja, auch da, I don't know. Er sieht halt so dünn und schmächtig aus damit. Ich weiß nicht, so ein bisschen oversized ist, glaube ich, mehr sein Ding. Nochmal so ein Casablanca-Patch und die Ärmel sind grün abgezeichnet. So für einen Urlaub, ist schon alles geplant. Okay. Kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr crazy kommen wird. Vor allem vielleicht mit der Hose zusammen oder so. Also ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Dann habe ich mir nach langer Zeit mal wieder was von Gucci geholt. Wieder ein Piece von Gucci geholt. Wer hätte das gedacht? Vorher noch Gucci am Abkacken oder gerade nicht aktuell am Machen und jetzt doch was von Gucci geholt. Es ist aber auch wieder was für die heißen Tage und zwar ein... Ein Bowling-Shirt. Das könnte ich mal gut an Charlie Harper vorstellen. Seidenhemd. Ich glaube, das ist Seide.
Es glänzt auf jeden Fall sehr und ist etwas knittrig. Das ist das Hemd. Bisschen extravagant, aber ich denke für die heißen Tage. Ja, das fittet schon viel besser wieder. Oder wenn man im Urlaub ist oder so, kann das schon sehr, sehr cool kommen. Ja. Und sieht in echt auch sehr, sehr geil aus. Das ist das letzte Farfetch-Piece. Alle Pieces findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt zeige ich euch noch zwei Sachen, die nicht von Farfetch sind. Und zwar keine Ahnung, ob ihr es feiert oder nicht, aber ich habe mir vor einem Monat diese Jordan 13 geholt. Wer kauft sich Jordan 13? Tatsächlich zwei oder drei Wochen später, also sag ich mal vor einer Woche, hat einfach Lil Baby ein Pick mit genau diesen Schuhen gefetzt. Natürlich übel auf Kombinationspass angelehnt. Da habe ich gedacht, ja, okay, ja gut, Lil Baby ist jetzt auch nicht unbedingt so Style-Ikone. Aber ich bin deswegen nicht der Einzige mit den Schuhen. Ja, also die habe ich. Ja, die passen auch gut zum Hoodie. Das ist fast Ton in Ton. Über Grail geholt. Vor circa einem Monat, vielleicht wenn das Video online kommt, vielleicht sind es auch anderthalb Monate her, die lagen jetzt hier einfach nur rum. Ich habe gedacht, sollen die ins Top 5 Lates Pickups mit Jana rein? Und ich dachte, boah, ich weiß nicht, ob das so passt. Deswegen seht ihr die jetzt einfach hier. Es ist ein Lucky Green Colorway. Es ist ein Schuh, den man auf keinen Fall jeden Tag rocken kann. Aber mir gefällt er dennoch sehr gut. Ja. Mit dem richtigen Fit kann er echt cool kommen. Und zu guter Letzt kommen wir zu einem Piece von Louis Vuitton. Okay, den hat der schon des Öfteren an. Dieser Strick-Sweater mit dem Zip finde ich persönlich sehr, sehr cool. Und zwar ist es ein Strick-Sweater. Ja, es ist jetzt wirklich die beste Jahreszeit für Strick-Sweater. Nicht so schlimm, es ist ein Haar. Der schaut einfach extrem clean aus, den finde ich cool. Zip sogar noch dazu. Also du kannst hier auf und zu machen. Alles mit so Kontrastnähten. Dann hier nochmal dem eingewebten Louis V-Logo und an den Ärmeln und Achseln sozusagen gibt es da auch nochmal schwarze Nähte. Cool. Nach unten. Sehr, sehr cooles Piece. Heftiges Piece aus der neuen Louis Vuitton Kollektion. Ich weiß gar nicht, also ich habe bisher noch keinen anderen damit gesehen. Ich habe das vorbestellt und es kam dann. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Wadi Team bald diesen Strick-Sweater auch trägt. Den kann ich mir gut an Wadi Team vorstellen. Voll früh bei mir an und deswegen kann man das natürlich auch mal auf Instagram hochjagen. Also, ja, das war mein Fashion Pack Opening. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Checkt die Farfetch-Links in der Videobeschreibung ab. Ja, safe. Da schaue ich nochmal nach, was die Hose kostet. Wilde Pickups, nicht alles zu meinem Fall. Also diese Bowling-Geschichten und dieses Casablanca-Shirt mit diesem Schnitt, gar nicht mein Fall. Aber ansonsten sehr, sehr coole Pickups dabei gewesen. Vor allem die Casablanca-Hose mit dem Muster. Gefällt mir sehr gut. Top 3.